Aber da muss man halt drauf stehen. Du kannst halt einen Großteil der Kämpfe und auch Verfolgungsjagden und so komplett schaffen, ohne gesehen zu werden, jemanden zu töten und sonst irgendwas. Also jetzt auch nicht auf, boah, mal schwer und so. Ich muss mich jetzt mega anstrengen, damit ich das irgendwie schaffe, quasi durch das Level durchzukommen, ohne einen zu töten. Sondern der Weg, der ist äquivalent leicht, wie sich da durchzuballern. Okay. Muss auch dann irgendwie mehr Erfahrungspunkte. Gibt es überhaupt sowas wie Es Erfahrungspunkte? gibt so ein Erfahrungspunktesystem, aber das ist ganz ehrlich, das hätte man auch genauso gut sein lassen können. Man hätte auch einfach in der Story sagen können, du kriegst jetzt alles freigeschaltet, weil du wirst halt voll überschüttet. Ist dafür jeden Ja. Scheiß Erfahrungspunkte. Auf jeden Fall, du hast halt so Möglichkeiten, zum Beispiel, du musst irgendwo eindringen und ein Hack besorgen, ja? Und dann kannst du halt da reinmarschieren, Was schnappst du heißt dann denn mal. Hack besorgen? Was ist das denn? Ja, die halt so ein Teil eines Programmiercodes. Ah ja, okay. Ja? Und dann hast du halt zwei Möglichkeiten, entweder ziehst du die Schrotflinte oder dann die Waffe deiner Wahl, rennst da rein, motzt alle nieder, stellst dich vor den Computer und hackst das Scheißding. Oder du kannst tatsächlich über die Kameras dahin springen, wenn du den richtigen Weg gefunden hast, das Ding aus der Ferne hacken und dann gehst du wieder. Und kein Schwein hat dich gesehen. Und das geht genauso einfach, wie dich da durchmetzeln. Also das Spiel ist generell nicht so mega schwer. Gibt's Schwierigkeitsgrade? Weiß ich gar nicht mehr. Gibt es Schwierigkeitsgrade? Weiß ich gerade echt nicht mehr. Und das fand ich aber eine richtig coole Sache, weil ansonsten hast du normalerweise das einen Weg meistens der deutlich leichtere ist, auf dem man sich dann nachher so total festbeißt. Ja. Und da wechsle, also zumindest bis jetzt, wechsle ich halt immer noch die ganze Zeit, weil es halt eigentlich keinen Je Unterschied nachdem, macht. wie Du der bist. gerade ist. Genau, du bist halt gleich schnell. Man, dann fühlt sich manchmal voll überlegen. Den Ach, Sprung ist finde ich das voll schwierig schwer. hier. Ich habe das immer noch nicht geschafft, da Ne, ich auch rumzuspringen. nicht. Aber die haben ja hier beispielsweise bei Mario Kart auch gesagt, dass die diese blauen Stachelpanzer reduziert haben, ne? Alter, Ja. ohne Spaß, ich krieg pro Rennen mindestens zwei Stück von den Dingern in die Fresse. Ja, aber du kannst den jetzt, Mit du kannst dieser ja dagegen Hupe. Ja, wirken. mit dieser Hupe kannst du dagegen. Ja. Ich habe erstmal voll lange gebraucht, bis Aber ich ich mal kann da jetzt gecheckt nichts habe, mehr was das für eine passiert. Hupe. Ich habe das durch Zufall, habe ich das rausgefunden, wofür die Hupe überhaupt da ist. Ah. Weil in dem Moment, wo Oh. einer mir vorbeigefahren ist, kam so ein blauer Panzer. Ich habe die Hupe benutzt und dann war der blaue Panzer weg. Da habe ich mich voll gefreut. Habe ich gedacht, boah, voll geil. Ja. Und was ich ganz cool finde, das kann natürlich sein, dass man das in vorigen Mario Karts auch konnte, aber ich glaube, das letzte, was ich gespielt habe, war 64, Oh, hammergeil. dass du den roten Dingern ausweichen kannst. Ja, das ist tatsächlich schwierig, aber es ist auch möglich, ja. Im Ich finde die. Endeffekt, wenn du, also ich bin ja sowieso fast die ganze Zeit am Sliden und wenn du genau dann den Turbo ziehst, wenn er den kurz hinter dir ist, dann trifft dich das Ding Ja. nicht. Ich finde generell die Strecken, finde ich auch diesmal richtig, richtig, richtig geil. Also ich habe teilweise Strecken, wo ich mir echt gedacht habe, boah, echt richtig, richtig gut. Ich finde die Du kennst doch Grafik auch voll wahrscheinlich auch schön. eine ganze Menge Mario-Teile, kennst du doch bestimmt, oder? Ja, Mario Kart-Teile halt, ne? Und Mario Kart-Ile, sorry, ich muss meine ich ja tatsächlich genau. sagen, dass ich das mit eins der besten jetzt tatsächlich finde. Auch was die Grafik angeht, ich finde, die haben das richtig, richtig schön gemacht und auch die Strecken, also echt teilweise Strecken dabei, wo ich echt gedacht habe, Wahnsinn. Echt richtig geil. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist doch, dass die jetzt einige. Moment, lass mich rechnen. Das müssten wahrscheinlich 4 plus 4 plus 4 plus 4. 16 vielleicht? Strecken haben aus bisherigen Teilen. Kann das sein? Das haben Die die. unteren Cups. Ja, das müsste so sein. Ja, die haben immer aus alten Spielen Strecken Ja, da steht ja übernommen. sogar dran, aus welcher Ja, Version. genau. Gameboy, irgendwas, keine Ahnung. Dann Ja, kann ich ist mich halt ja die Frage, freuen. ob dir das gefällt. Also, ob Ich die wollte wirklich nachher mal finde ich probieren. gut. Die sind aber alle nochmal neu interpretiert. Also ich sag mal, die sind ja alle nochmal überarbeitet worden Ja, teilweise. genau, deswegen ja. Ja, scheiße, wenn die eins zu eins umgesetzt Alter. worden wären mit der alten Grafik. Wobei das auch teilweise bestimmt Charme hätte. Ja, Die haben die sogar wahrscheinlich. tatsächlich teilweise so streckenmäßig überarbeitet, dass du auf einmal an Wänden fahren kannst und so, weil ja jetzt dieses Hover gibt. Ja, ich Ja, aber weiß, habe ich schon gesehen. das finde ich ganz cool. Finde ich jetzt aber keine bahnbrechende Neuerung irgendwie, finde ich. So. Leck mich doch am Arsch. Vor allen Dingen Wie das? auf den Strecken passiert sowieso. Alter, voll klug und so. Ich glaube nicht, dass das geht. Warte. Na, ich Der? glaube echt nicht. Meinst du nicht? Boah, das war aber knapp. Sagst du? Ja, Sagst das denke ich mir schon die ganze Zeit, dass es knapp ist. Das Problem ist, in der Leiter muss er halt auch dementsprechend hoch sein, damit das Ach, funktioniert. stimmt. Das geht. Ha! Ja, echt. Ja, wo muss man jetzt hin? Ach, da. Okay, dann so. Oh nein! Ja, egal. Er ist auf jeden Fall machbar. Oh Gott sei Dank.
Boah, mir geht die Stelle da hinten nämlich richtig hart auf die Nüsse. Oh ja. Es ist machbar. Ja, aber hart. Ja. Scheiße. Du musst wirklich von der Kante musst du abspringen. Ach, fast wieder. Jawohl. Ach. Ach nur, und dann darüber? Ja. Das geht ja noch klar irgendwo. Oh, oder auch nicht. Ah! Oh, Gott sei Dank. So. Oh, das kann, Alter. Boah, die Challenge ist aber auch richtig hart für einen Anus. Stell dir mal vor, man hätte das jetzt nicht entdeckt hier, denn die Abkürzung, ey. Ich weiß nicht, ob es da hinten noch ein gibt. Leck mich doch am Arsch! Oh, Peter hat's bis jetzt immer noch nicht geschafft. Ich hing einmal drauf und bin dann drüber gerutscht, wie über deine Mutti. Ja, okay. Oh, geil. Ach, scheiße. Das kriegst du aber wirklich nur, wenn du im allerletzten Moment abgesprungen bist. Ja, sonst ist das nicht machbar. Hoppala. Das gibt's doch nicht! Ficken, ey! Echt ficken gerade. Boah, nervt aber richtig. Hart hier! Na also. Boah, der haut hier aber auch noch Dinger raus jetzt, ey. Leck mich hart am Sack. Stell dir mal vor, du bist durch reguläre Sprünge so weit gekommen, ey, dann fick dich. Das ist regulär. Ja, ja, doch, letztendlich, ja, da hast du schon recht. Das ist regulär, ja. Kann nicht wahr sein. Ja, sicher doch! Als ob. Alter, das werde ich niemals schaffen. Was da, in die Lücke musst du von hier aus dem Winkel. Oh. Ja, ist klar. Auf jeden. Oh Mann. Ja, klar doch. Drückt ihr denn Shift, wenn ihr auf die Leiter geht? Ich glaube. Ja, doch. Ja. Das geht ja Gott sei Dank hier vom Schwierigkeitsgrad her. Das kann nicht wahr sein. Hab ich gerade hart verkackt, schon wieder. Ah, oh, Gott sei Dank. Woo, geschafft. Alter, ist hier aber noch nicht vorbei. Aber trotzdem gehe ich jetzt hier erstmal in den Game-Mode. Und gucke den beiden Mongos zu. Abraham, kannst du kurz... Oh, Peter, das war natürlich jetzt ärgerlich. Oh Leute, man muss auch schon richtig zielen. Das war natürlich ärgerlich. Oh Leute. Wie wäre das denn jetzt hier weitergegangen? Wären wir hier gesprungen? Hier? Hier? Oh, hier wäre ein Checkpoint gewesen. Wo? Ja. Okay. Echt? Ja. Moment. Ach so, da drin in der Lücke. Ja. Okay. So, Peter. Zeig mal, was du kannst. Oh yeah. Lol. Fuck. Scheiße. Scheiße. Oh yeah. Bringen wäre voll praktisch manchmal. Bringen ist so geil wie Salatgurken zu lutschen. Voll geil, schön sauer. So hast du es gerne, ne? Salatgurken. Salatgurken sind gar nicht sauer. Gewürzgurken sind sauer. Oh yeah, die geilen Gewürzgurken. Oh mein Gott. Ach, Peter.
Das kann nicht wahr sein. Wie dumm war das denn bitte? Mal schön gegen die Wand jumpen. Oh Peter, heute ist nicht dein Adventure Map Tag, wa? Ich war schon drauf, Mama! Warte, ich hab das auch noch nicht geschafft. Es ist ein Peters Tag, nicht heute. Er will mich nur demoralisieren, weil wir gleich noch Challenge Strike aufnehmen. Ah, oh, cool. Also der Hardy, heute Abend dann auch Trash Night. Ja. Wie spät nimmt er der Trash Night auf? Ich würde es so 19 Uhr empfehlen. Oder von mir können wir gleich auch Trash Night aufnehmen, hier nach von mir aus, wenn du möchtest. Ja, nee, hier nach ist Challenge Strike. Wir können. Danach müsste ich. Noch warum sagst du 19 Uhr würdest du empfehlen, Peter? Weil da die Apple-Konferenz ist. Oh! Oh ja. Wobei ich würde mir eh nur den Livestream angucken. Also den Live-Ticker wahrscheinlich. Also von mir aus können wir das dann auch machen. Wir können das auch nach Challenge Strike machen. Können wir auch, ja. Wobei. Ja, doch, nee, doch. Ja, doch, 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 doch. Müsste gehen. Nein! Oh, Peter. Oh, Peter. Ich bin dem Ding vorbeigejumpt. An der Lücke in der Wand, oder was? Ja, ja. Der letzte Sprung, oder was? Ja, ja. Das ist aber auch immer ärgerlich, Peter. Ja, ja. Das kann nicht wahr sein. Warum bin ich denn für den Sprung gerade zu blöd? Was ich richtig krass finde, ist halt, ich habe meine Wii U geupdatet und da hat fast 3 Stunden gedauert. Ja, das war auch krass. Ich dachte auch am Sonntagabend so, gerade von meiner Freundin nach Hause gekommen, nach einer halben Ewigkeit Fahrt, weil Stau ohne Ende war, weil die ganzen Motherfucker nach Hause gefahren sind nach dem langen Wochenende und alle Unfälle gebaut haben, weil sie nicht Auto fahren können. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, dachte ich mir, kannst du ja mal ganz kurz Mario Kart zocken. Aber das war nix. Als sie, was ich schade finde, wenn du auf dem Pad spielst, auf dem kleinen Bildschirm, siehst du leider die Karte nicht. Du hast keine Minikarte eingeblendet. Wenn du auf dem großen Ding spielst, siehst du doch auch keine Minikarte. Ja doch, dann siehst du die auf dem Pad unten. Ja, ich guck doch nicht auf mein Pad, während ich zocke. Ja, doch. Meistens gucke ich halt immer, wie weit der zweite von mir entfernt ist, weißt du? Ja, das ist eine Sache, die morgen nicht passieren wird. Ach, du wirst dich noch umgucken. Ach, Hardy, ganz ehrlich, wenn du genauso spielst wie damals auf der Wii, dann mache ich mir da gar keine Gedanken. Ja, außerdem gehe ich davon aus, dass Johnny so voll rocken wird. Ja, wahrscheinlich. Wieso, ach, Bullshit. Wobei, der ist voll der Super Mario, Mario Kart Freak auf dem Super Nintendo. Ja, deswegen. Da hat der echt alles weggefickt, das stimmt wohl. Das stimmt dann wohl. Dann wirst du wieder anfangen zu weinen. Kann doch nicht langweilt so schwer nicht sein, das zu wiederholen. Ist das auch nicht. Was viel schwerer ist, das zu wiederholen, ist. Weil immer noch die Eier, wie kann man denn da verkacken? Wieso schaffe ich denn den Explode? Das ist voll wieder so eine psychische Sache gerade. Die gute alte Psyche. Jawohl. Nein, ach, leck mich doch! Wir machen das jetzt Hand in Hand. Oh, oder auch nicht. Ach, Peter. Peter! Lol. Ah, gut. Hallo? Ja, du hast es nicht geschafft. Muss ich dich leider bestrafen. Ui, Hardy! Du hast es nicht geschafft, Peter. Das hat man doch schon gesehen, dass du das nicht geschafft hättest. Schon wieder nicht geschafft. So, pass auf, jetzt wird das. Ich kann jetzt schon mal schmeißen. Weißt du? Guck mal. War schon auf dem ersten Block drauf, möchte ich mal kurz sagen. Das kann echt nicht wahr sein. Meine Mutti war schon auf dem ersten Block drauf. Wieder nicht geschafft. Oh, Bram hat's geschafft. Aber Peter nicht. Ja, das Geile ist, dass Hardy schon geschmissen hat, obwohl ich das geschafft habe. Ja, aber ich dachte, du fällst runter, aber er hat sich ja Gott sei Dank nicht getroffen. Aber bei Bram muss ich vorsichtig sein, weil er schafft das mittlerweile immer. Naja, vielleicht auch nicht. Hallo! Oh. Ich war auf der verkackten Leiter drauf! Hallo!
Hallo! Hallo!